Cool is the breeze when the morning rises in the beautiful bay of disguise and disguises. When nobody cares and nobody carries the load that's appointed to him, fresh water, when the red ball is dancing in the cove of the treacherous brown and prancing. When nobody knows and nobody wants to know what past tomorrow might bring. Is it will of a goddess that weave of a burden that's certainly not is what it seems, what it waits, whose schemes are an illusion beyond good and evil? Love's the only conclusion. Let's throw away all our rules, all our penalties. Jump over the fence of your own impotence and walk along the path that stretches out in front of you, a wide open field without anything you have to do. Bleib standfest, wenn du mich ranfällst. Ich bin mit
großen Tier. Ich bin der personifizierende Kampf der Kultur. Als Kreuz in auf dem hohen Ross der Suhr. Globalization war ein Versuch. Zu unserem 15. Bandjubiläum haben wir gefunden, gönnen wir uns eine Reise in die ganze Welt. Und wir nehmen unsere Musik mit und wir bringen den Leuten unsere Musik und hoffen, dass die Leute uns dann etwas zurückgeben. Und das mit der Musik bringen, das hat wunderbar funktioniert. Das hat an allen Stationen hat das funktioniert. Und das mit dem Zurückkriegen, das war ganz unterschiedlich. In Südafrika hat es wunderbar funktioniert. Dort gibt es eine Tradition auch von musikalischen Austauschen, so wie wir es kennen. In den USA war es eher eine grosse Showgelegenheit, Präsentation. Aber da kocht jeder sein eigenes Süppli. Da geht es nicht darum, dem anderen noch zu verraten, wie du erfolgreich bist. In Asien zu erwarten, dass man vom Publikum etwas zurückkriegt, wenn man Musik macht, ist relativ absurd. Aber das ist eine Erfahrung, die wir auch zuerst machen müssen. Genau für diese Erfahrungen hat sich die Globalization Tour aber gelohnt. Let's throw away all our rules, all our penalties. Jump over the fence of your own. And walk along the path that stretches out in front of you, and wide open field without anything you have to do. A bit too sad, was that for sure? Yeah. No, no. Oh, hello. Okay. Mrs. Steve, my life. Toll. Wow. Falsch übernommen. Beautiful bay of the sky.
wants to know what passed. Tomorrow might bring. Im Full Cup Coffee in Hongkong sind wir am Nachmittag gekommen für einen Soundcheck, sind in das Haus rein, im vierten Stock, und haben ein bisschen grösseres Wohnzimmer angetroffen. Relativ klein, haben dort auch nur zwei Böchsle gehabt, wo wir gleichzeitig als Monitor gebraucht haben. Und haben gedacht, okay, das ist jetzt unser Konzert in der Weltstadt Hongkong, so einem kleinen Ort. Und dann sind die Leute gekommen und sind alle am Boden gesessen. Und wie wir es vielleicht auch schon ein bisschen gewohnt waren von Asien, im ersten Moment auch ein bisschen zurückhaltend. Und dann sind sie aber richtig, haben richtig Freude gehabt, haben extrem gelachen, haben mitgetanzt. Und durch das ist es, durch den intimen Rahmen, eigentlich eines der schönsten Konzerte geworden auf der ganzen Reise. Oui, je sais, c'est un match pour deux semaines, quelque chose comme ça. Der König ist eben im Moment in Marrakesch. Ich glaube, es ist auch Hochsicherheitsaufgebot hier überall. Und das ist sein Palast hier. Voici les fermes biscuits. Voici
Ursprünglich haben wir in Marokko eher einen kleinen Auftritt geplant, in Form von Strassenmusik, Gesang am Strand oder vor meiner Familie. Die Angabe habe ich meinem Vater weitergeleitet. Er hat vor Ort die ganze Organisation übernommen. Und als wir dann in Marokko angekommen sind, haben wir feststellen, dass die Dimensionen um einiges gewachsen sind. Kinderlele, 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 wa. Kinderlele, 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 wa. Speziell war es, als wir die Gesichter gesehen haben im Publikum. Für mich vertraut. Ich weiss, es wird zuerst mal mit einem ernsten Blick und mit viel Konzentration bewertet und geschaut und aufgefasst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für meine Gesangsbandmitglieder leicht verunsichernd war. Das ganze Eis ist dann geschmolzen, als wir dann zum emotionalsten Moment gekommen sind. Mein Vater durfte auch den Dank entgegennehmen, der auch ihm gegolten hat, für das, dass er das Ganze organisiert hat. Für mein Gefühl war das, glaube ich, einer seiner wichtigsten Punkte in seinem Leben gewesen. Vor allem auch seiner Familie mal zu zeigen oder das näher zu bringen, was er und ich hier sagen, in Basel aufgebaut haben oder was wir hier leben. Marokko bleibt mir somit als sehr persönliches und auch sehr kulturell reiches Erlebnis. Und dazu kommt, dass der Kontinent Afrika für mich einer der reichsten Kontinente überhaupt ist. Oh,
Es hat einen Moment gegeben in Südafrika, wo wir Choreografien gelernt haben. Ich bin tänzerisch unbegabt. Ich bin nach dem Ereignis immer noch tänzerisch unbegabt. Aber was ich sehr spannend gefunden habe, ist die Art und Weise. Vielleicht auch, weil ich unterrichte, weil ich auch mich für pädagogische Sachen interessiere. Ich habe es sehr spannend gefunden, wie sie uns das beibringen. Sie haben immer weiter gesungen. Wir haben immer gesungen. Es hat nie einer wirklich gross gesagt, ich müsste jetzt den Schritt nach links machen und nach rechts. Man hat einem das nicht erklärt, sondern man hat es einfach gemacht. Und je länger man das gemacht hat, desto besser ist das gegangen. Und desto mehr man den Kopf ausgeschaltet hat, desto besser hat es wahrscheinlich auch ausgesehen. Es hat in Südafrika am meisten Momente gegeben, wo wir andere Musiker, andere Chöre kennengelernt haben. Trotzdem ist auch dort das, was organisiert war im Vorfeld, hat nicht unbedingt am meisten von dem Austausch ermöglicht, sondern es sind die Momente, wo wir nicht geplant haben, dort, wo es am meisten gezeigt haben. Take it no more. So I raise my fist and praises to the most. I love Selassie. Fight until the wicked verse. Ich lehn's aber Tagati. Auf unserer Reise haben wir einerseits unsere Musik gegen raus tragen und andererseits Musik von den anderen Ländern kennenlernen und uns inspirieren lassen davon. Und das hat teilweise wunderbar funktioniert. Und oft eher in den kleinen Situationen als in den grossen Situationen. Wie zum Beispiel die schwarzen Buben in Afrika, die den Tanz machen, die sich die Beine so aufrissen. Das war so komplett fremd. Und trotzdem hat es extrem viel Energie gehabt. Es war etwas komplett Neues, das ich noch nie gesehen habe. Und das habe ich extrem schön gefunden. Für mich hat die Reise ausgelöst, dass der sonst einmal banale Ausspruch «Musik verbindet» eine grosse Bedeutung gekriegt hat. Wir sind mit unserer eigenen Musik durch die ganze Welt gereist und man hat wirklich gemerkt, egal was für Musik das ist, schön, dass das gerade unsere war in diesem Fall jetzt für uns, aber eigentlich völlig egal, was für Musik das ist, Musik kann wirklich verbinden, man kann aus unterschiedlichen Schichten, sozialen Schichten, kulturellen Unterschieden kann man mit Musik Leute zusammenbringen. Come close to me. I want a song. Want you to know. What you have done. What you have done to me. I cannot say.
1400 Platz verkauft, nur mehr auf dem Programm. Das haben wir selbst in der Schweiz in 15 Jahren noch nie geschafft. Taichung Jazz Festival. Samstag, 6 Uhr. Es wird dunkel sein. Ein Traum geht in Erfüllung. Wir sind aber sehr nervös. Wir werden vor 15.000 bis 24.000 Leuten offenbar auftreten. Genau wissen wir es nicht, aber es wird randvoll sein. Es ist gratis. Die Leute werden kommen. Wir sind schon 2 Tage jetzt in Taichung da und haben gesehen, dass auch dort schon Tausende uns gesehen haben. Es ist abartig. Ich sitze jetzt hier. Ich genieße irgendwie die Ruhe, stelle mir das Ganze ein bisschen so vor. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, weil ich das ja noch nie erlebt habe. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir ein ganz, ganz gutes Konzert machen, damit uns das ganze Erlebnis hier in super, super positiver Erinnerung wird bleiben. Dass wir einfach zufrieden sind von unserer eigenen Leistung. Und dann wird das der Hammer. Das ja auch. Wünsche dir Glück. Feel free. Are you ready?
suficiente, encuentre la solución. Eres cada eritrea, pasa por la canalización. Ay, ay, ay. You are wonderful. Cuando llega al extremo, sabe más cómo avanzar. Vamos a dejar una raza que acabaré de encontrar. Cabe, cabe, mi amigo, cabe, cabe, mi ventana. Si tú me llevas conmigo, yo le puedo olvidar. Speziell an einer A Cappella-Band ist ja, dass alle Mitglieder der Band eigentlich gleichberechtigt sind. Du hast keine Instrumentalisten und Sänger, sondern du hast oft fünf Sänger. Das heisst, jeder ist auch gleich stark dafür verantwortlich, was auf dieser Bühne passiert. Und gleichzeitig bist du nie allein. Wenn du etwas falsch machst, dann kommen die anderen und fangen es auf. Oder wenn es gemeinsam in die Hose geht, dann geht es halt in die Hose. Und das gibt eine wahnsinnige Sicherheit mit der Zeit. Und mit dieser Sicherheit kann man eben auch an die Orte gehen und die Auftritte machen und vor Publikum spielen, wo man keinerlei Ahnung hat, wie es darauf reagieren wird. Auf so einer langen Konzertreise kommt es natürlich immer wieder mal vor, dass nicht alle fit sind. Das ist die Chance in einer Gruppe, dass man sich gegenseitig auch in so einem Moment aufpushen kann, eine gute Vorbereitung zusammen macht und dann steht man auf der Bühne. Und wenn man das dann zusammen geschafft hat, das Konzert trotzdem super über die Bühne gebracht hat, dann ist das wieder ein Erlebnis, das die Gruppe noch weiter zusammenschweißt. Unsere Band ist voll auf so einen Moment, weil es uns eben schon sehr, sehr lange geht und weil wir uns auch sehr gut kennen und uns immer wieder können auffangen gegenseitig und das auch sehr früh in der Regel erkennen. In Asien ist es wirklich so, dass es völlig, völlig absurd ist zu erwarten, dass ein vertiefter Austausch stattfindet. Weil es liegt nicht in dieser Kultur. Oder es liegt nicht in ihrer Kultur, mit der westlichen Kultur Austausch zu suchen. Sondern das Klischee stimmt eben. Es ist ein Adaptieren oder ein Kopieren. Aber eine Vermischung von beidem, das ist etwas, was erst langsam kommt.
es hat auch etwas gegeben, das mich nicht überrascht und doch enttäuscht hat auf der Asienreise. Und das ist der Wettkampfgedanke. Wir haben, um in Taiwan die grossartige Tournee können zu machen, haben wir müssen am Wettbewerb mitzumachen. Allein schon die Verbindung war für mich als Organisator nicht ganz schlüssig gewesen. Für uns als Band noch weniger. Wir haben natürlich dann an diesem Wettbewerb mitgemacht. Und trotzdem ist es auf eine Art traurig, dass man sich messen muss, um sich kennenzulernen. Das war der allererste Eindruck, den wir in Taiwan hatten. Wir haben die andere Gruppe in einem kompetitiven Austausch kennengelernt. Gerade das purste Gegenteil von Afrika. Hello all together. We are very happy to be here and can sing to you this afternoon for you, and we want to say thank you for your wonderful concert. We are very, very impressed by your voices, by your choirs. That's wonderful. So we sing a few songs for you, and I hope we can show or give you something like we did. So have fun. One, two, three. Love is a burning thing. All it makes a fiery ring. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Südafrika, das haben wir kennt. Die meisten von uns waren schon mal dort. Wir haben gewusst, was uns musikalisch erwartet, was uns kulturell auch erwartet. Und wegen dem haben wir das auch als Destination ausgewählt. Als wir dann aber wirklich angekommen sind und in die Stammesrite irgendwie reingekommen sind, wo wir an dem Fest für die Könige gespielt haben, wo wir in diesem kleinen Dorf in den Bergen gespielt haben, dann ist das eine Intensität von Erfahrung, die
das kann man gar nicht wirklich wiedergeben. Es hat Buben gehabt, wo so einen Tanz aufgeführt haben, wo man erst im Nachhinein gemerkt hat, sie tun quasi ihr Revier verteidigen, uns gegenüber. Wir sind so eine Art wie Eindringling. Und wir haben uns gewundert, warum sind sie uns gegenüber so verschlossen. Oder ein Mädchenchor hat für uns zum Empfang gesungen und im Nachhinein erfahren wir, dass 90% von diesen HIV positiv sind. Das trifft so direkt. Du kannst mit diesem Gefühl kannst du gar nicht umgehen. Du bist auf Tour, du hast am nächsten Tag wieder ein Konzert, du steigst am Morgen in den Bus und fährst weiter und irgendwo brennt noch etwas nach, aber du hast gar keine Zeit, um das zu verarbeiten. Dann sind wir eingeladen worden zu einer relativ reichen jüdischen Community in Johannesburg. Wir haben für die in ihrem Wohnzimmer gespielt und am nächsten Tag fahren wir in das Dorf auf, zu diesen Mädchen. Wie willst du damit umgehen? Das ist Erfahrung an Erfahrung und die Reflexion darüber, die kommt sehr viel später. So what do you want to do? You want to sing? Just one song, just a second. You brought guitar. But at least for you guys from the glue, get a little bit of spirit from the state of Israel. We call it Erev Shel Shoshanim, which is the Eve of Roses. Singen ist für mich schon in erster Linie eine Selbstdarstellung oder eine Präsentation. Also noch viel extremer, weil ich ja die Texte schreibe von dieser Band. Also ich bin ein bisschen für die Botschaft zuständig. Und wenn man A Cappella-Musik macht, dann befindet man sich auf einem ziemlich schmalen Grat zwischen Anspruch und purer Unterhaltung. Also es gibt ganz, ganz wenige A Cappella-Bands, die auf die Bühne gehen mit dem Anspruch, ihrem Publikum etwas wirklich mitzugeben. Es ist meistens lustig, es ist amüsant oder so. Aber dass man sagt, ich habe etwas zu sagen, ich will etwas sagen und ich will, dass ihr mir zuhört. Das gibt es wirklich sehr, sehr selten. Und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, um das anzukriegen. Sogar dann, wenn der Text nicht verstanden wird. Weil die Vielfalt von unserer Musik, die verschiedenen Stile, die wir haben, das ist eben auch schon eine Botschaft. Und diese Botschaft ist gut angekommen. Die ist wirklich überall, wo wir gesehen sind, ist die Botschaft von Vielfalt, von Diversität, von Zusammenbringen von Sachen, die man selten zusammen hört, wo viele meinen, gar nicht zusammen gehören. Dass wir das mitgenommen haben und dass wir das den Leuten mitgegeben haben, ich glaube, das ist angekommen, auch wenn sie nicht verstanden haben, um was es in den Text geht. Nice.
I'm going to come along, come along, come along. You, you, you. Don't do meditation. Für mich persönlich und ich glaube für die ganze Band ist es enorm bereichernd, die verschiedenen Kulturen auf diese Art kennenzulernen. Das Kompetitive am einen Ort zu erleben, das Spontane nebeneinander, das Professionelle, das Perfekte versuchen auf die Bühne zu kriegen an einem anderen Ort. Das ist für eine Band enorm wichtig, weil all diese Aspekte sind gut und sind wichtig. Sie sind nur allein betrachtet, zum Teil zu einseitig vielleicht. Und für uns als Band, die weiterkommen wollte, sind das sicher Elemente, die man so authentisch nie sonst hätte gekriegt, wenn wir nicht um die ganze Welt gereist wären. Wenn ich an das Jahr zurückdenke, wird mir sehr bewusst, was für ein grosses Privileg wir haben. Wir dürfen von hier aus die ganze Welt bereisen, wir dürfen die Kulturen kennenlernen, wir dürfen uns unsere Meinung vor Ort bilden, wir dürfen sehr viel entgegennehmen. Und es bereichert unser Wissen über andere Menschen enorm. Und ein bisschen nachdenklich stimmt mir das halt, dass sie das nicht haben, die meisten nicht haben, die wir besucht haben. Und ich glaube, da müssen wir wirklich dankbar sein, dass wir diese Chance haben und auch so nutzen. Chabao, Chachui, Henguzu, Haibien, der Itian, Cho, Tafadiaule, du in Chabao, Chachui, Henguzu, Haibien, der Itian, Cho, Tafadiaule, du in Chabao, Chachui, Henguzu, Haibien, der Itian, Cho, Tafadiaule. Wir bauen Burgen, wir bauen Schlösser, Jagdschlösser, Lustschlösser, wir bauen Mauern, wir bauen Welle, Sperrwelle, Schutzwelle. Wir bauen Tore, wir bauen Türme, Wachtürme, Kontrolltürme. Wir bauen Schuppen, wir bauen Lager, Straflager, Arbeitslager. Wir bauen Märkte, wir bauen Handel, Freihandel, Menschenhandel. Chang Chen Fang Wei Jian, Dui Chen Men, Dui Gao Da, Yao Wang Dai, Chi Hui Dai, Dui Guan Kou, Dui Tong Dao, Xia Kou He, Yi Chao.